Photovoltaik ist neben Windenergie die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Deutschland. Noch vor etwas mehr als 10 Jahren war Deutschland einer der größten PV-Produzenten der Welt und absoluter Vorreiter in der Anwendung dieser Technologie. Heute kommen die meisten Solarmodule aus China und wir sind dadurch beim Erreichen unserer Energiewendeziele abhängig von China. Es gibt so gut wie keine PV-Modulproduktion mehr in Deutschland, obwohl die Module für die Energiewende dringend notwendig sind. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kommen konnte, bleibt dran. Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Aufschwung und Untergang der deutschen PV-Industrie. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Die Geschichte der Photovoltaik beginnt bereits 1839, als der Franzose Alexandre Edmond Becquerel den sogenannten photoelektrischen Effekt entdeckt. Für die physikalische Erklärung dieses Effekts bekam kein geringerer als Albert Einstein 1921 den Nobelpreis. Die ersten in der Praxis eingesetzten auf Silizium basierenden Solarzellen wurden Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA entwickelt. Diese waren noch sehr teuer und wurden vor allem in der Raumfahrt eingesetzt, um Satelliten mit Energie zu versorgen. In den folgenden Jahrzehnten gibt es eine stetige, aber langsame Entwicklung, wodurch Solarzellen nur in wenigen Spezialbereichen eingesetzt wurden. Der Boom der PV-Industrie in Deutschland war politisch gewollt und gefördert und beginnt 1990 mit dem 1000-Dächer-Programm, in dem die ersten privaten PV-Anlagen subventioniert wurden und deren Einsatz auf privaten Gebäuden von der Forschung begleitet und analysiert wurde. Weiter ging es dann 1999 mit dem 100.000-Dächer-Programm als Teil des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, das 2000 in Kraft tritt und durch das die Einspeisevergütung für PV-Anlagen von bis zu 99 Pfennig, also etwa 50 Cent, über 20 Jahre festgesetzt wurde. Der richtige PV-Boom beginnt mit der EEG-Novelle 2004, in der die Sätze für Kleinanlagen bis 30 Kilowatt nochmal auf 57,4 Cent pro Kilowattstunde erhöht wurden, mit einer Degression von jährlich 5%. In den folgenden Jahren bis 2010 boomte die gesamte Branche, die installierte PV-Leistung vervielfachte sich und zahlreiche Firmen wie Qcells oder SolarWorld wurden schnell zu großen Unternehmen und produzierten PV-Anlagen in Deutschland. Durch die Förderung war Ende 2011 in Deutschland über ein Drittel der globalen Photovoltaikkapazität installiert. Die PV-Industrie wuchs in diesen Jahren auf rund 120.000 Beschäftigte. Doch die Förderung verursachten Kosten, die über eine immer steigende EEG-Umlage vom Steuerzahler getragen werden mussten. Die Regierung beschloss daher 2011 eine außerordentlich starke Kürzung der Förderung für die Photovoltaik. Die Änderungen traten zum 1. Januar 2012 in Kraft. Diese Anpassungen waren für die gesamte deutsche PV-Branche ein Schock. Investitionen in den PV-Zubau brachen ein. Viele Firmen gingen in der Folge pleite und 2014 waren nur noch etwa 56.000 Menschen in Deutschland in der PV-Industrie beschäftigt. Um die Abnahme der Anzahl an Arbeitsplätzen etwas in Relation zu setzen, in der deutschen Braunkohleindustrie waren 2021 noch 18.000 Menschen beschäftigt. Arbeitsplätze, die häufig als Hauptargument gegen einen früheren Kohleausstieg genannt werden. Die Modulproduktion verschob sich in den folgenden Jahren fast vollständig aus Deutschland heraus. Gleichzeitig wurde Photovoltaiktechnologie und Ausbau in China immer mehr gefördert und die Produktionspreise der Module sanken deutlich, wodurch die chinesischen Hersteller immer mehr den Markt eroberten. Stand 2020 stammen 8 von 10 der weltgrößten Hersteller von Solarpanelen aus China. In den letzten Jahren dreht sich der Trend in Deutschland jedoch wieder etwas um. Die ersten PV-Module werden wieder in Deutschland produziert. Insbesondere neue PV-Technologien, beispielsweise mit sehr hohen Wirkungsgraden, Paneele, die auch bei Teilabschattung funktionieren oder andere Materialien nutzen, stehen jetzt in Deutschland im Fokus. Aktuell scheint auch wieder ein gesellschaftlicher und politischer Wille aufzukommen, Photovoltaikproduktion auch in Deutschland aufzubauen und die Abhängigkeit von anderen Ländern in diesem Bereich zu verringern. Wenn ihr Neuigkeiten im Bereich von PV-Technologie nicht verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal. Dazu wird es auch in Zukunft weitere Videos geben. Meine persönliche Meinung ist, dass die Photovoltaikförderung in Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist, die den weltweiten PV-Markt angetrieben und die Entwicklung beschleunigt hat.
Modulpreise wären ohne diese Förderung heute wohl noch deutlich höher und der weltweite Ausbau durch günstige Preise wohl auch noch weniger weit fortgeschritten. Bis in die Jahre zwischen 2010 und 2012 war es auch für die deutsche PV-Industrie eine Erfolgsgeschichte. Dann gab es leider ein zumindest teilweise durch die Politik gewolltes Abwürgen dieser Entwicklung, das zum Verlust von vielen Arbeitsplätzen geführt hat und uns teuer zu stehen kommen kann. So gibt es aktuell lange Wartezeiten beim Kauf von PV-Modulen, was die Energiewende in Deutschland bremst und zu deutlichen Preisanstiegen, insbesondere seit Beginn des Krieges in der Ukraine, geführt hat. Wir sind, was die Energiewende angeht, dadurch stark von China abhängig, ähnlich der fossilen Abhängigkeit von Russland. Da es sich bei PV weiterhin um eine Zukunftstechnologie handelt, ist die Entwicklung in den letzten Jahren positiv und Deutschland sollte hier in Zukunft wieder unabhängiger werden und den Anspruch haben, Technologieführer in möglichst vielen Bereichen der Energiewende zu sein oder es wieder zu werden. Ähnlich spannend wie die Geschichte der deutschen PV-Industrie ist auch die Geschichte der Windkraftindustrie. Ein Video dazu findet ihr in naher Zukunft hier. Falls euch das Video gefallen hat, lasst jetzt noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung zur deutschen PV-Politik in die Kommentare.